habe ich es satt, unsere Beziehung vor den Leuten Betrieb verheimlichen und verleugnen zu müssen. Und nicht, dass du dich nicht nur in der Firma, sondern privat auch als mein Boss aufspielst und gebärdest. Ich bin dir nicht unterstellt bei der Arbeit. Wirklich nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich habe eine Stellung, die dir zuarbeitet. Du arbeitest trotzdem unter mir. Ja. Bist du unterstellt? Stimmt. Ich verdiene weniger als du. Beträchtlich weniger. Ich habe eine Stellung, die dir zuarbeitet. Du bist nicht über mir. Weder im wörtlichen noch im übertragenen Sinn. Du machst mich klein. Du gibst mir das Gefühl, unbedeutend zu sein. Ich hab vieles falsch gemacht. Ich suche immer den so einfachen Weg. Ja, ich weiß, aber meine Ehe, ein einziges Fiasko. Die Kinder. Als Vater bin ich eine Null. Und du, wir wollen dich nicht vergessen. Uns beide nicht vergessen. Ja, ich habe vieles von dem, was ich versprochen habe, nicht gehalten. Ja, ich weiß. Aber ich versuche es. Ich versuche es. Ich möchte mit dir, meine ich. Ich weiß nicht, wie du das alles siehst und dazu stehst, aber für mich sind wir beide ganz wichtig geworden. Wirklich, das ist die Wahrheit. Weißt du, ich sehe für uns eine Möglichkeit, die ganze Vergangenheit hinter uns zu lassen. Doch, es ist eine Möglichkeit, diesen ganzen stinkenden Scheiß hinter uns zu lassen. Ich sehe, das ist eine Chance. Du kannst die Vergangenheit nicht ausradieren. Stell dein Handy an und beantworte den Anruf deiner Frau. Ich meine, das kann doch einfach nicht wahr sein. Scheiße, Scheiße ist das, was du da verlangst. Kann das nicht. Wenn wir es schaffen sollen, und ich meine, dann musst du deine Frau und deine Kinder anrufen und ihnen alles sagen. Du musst ihnen die Wahrheit sagen. Ich will diese Lügenscheiße nicht ein ganzes Leben mit mir herumtragen. Das will ich einfach nicht. Es ist scheiße, was du verlangst. Ich verlange doch nichts von dir. Ich bitte dich um etwas. Ich kann es nicht.